Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und es sind ein paar Tage vergangen und da haben ihn wieder SU Fleischpeitsche aus dem Clan T-17 mit der I-710er Heavy der russischen Fraktion auf dem Weg zur dritten Gunmark. Zwei Sternchen hat er auf dem Rohr. Wir sind auf der Map Kalien im Angriffmodus im Südwesten gestartet. Und wir haben hier, wie gesagt, 10er, 9er, 8er Battle, 4 10er, 4 9er, 7 8er und darunter 6 Heavys, 4 mittlere Panzer, 2 TD, 2 Lights und einmal die Arti. Zur Munitionsverteilung kommen wir gleich. Reloadzeit 10,27 sehen wir dazu. Einziehzeit 2,7 Sekunden. Gegnerische E7 gefunden, leider abgeprallt und da begrüßt ihn gleich die 9er gegnerische Arti. Gott sei Dank nur gestand, kein Damage. Der Skoda T50 will den Hill hoch, aber da ist schon der Progetto 46. Oh, was haben wir da? T32 in der Querfahrt. 558 in die Seite. Bitteschön. Ja, Scorpion G prallt ab. Ja, schießt er mal in den Busch rein. Ja. Glaub nicht, dass er... Nein, er hat sich umgestellt. Scorpion G... 60 TP geradezu. Jetzt hat die IS-7 ihn penetriert, die gegnerische, ins erste Kettenrad wohl. 471 abgezogen, nicht so nett. So, Emil 2 versucht einen Schuss. Nein, da geht die Granate oben drüber. Ist auch sehr hart, der Turm von dem Emil 2. Wenn der da hold down steht, ist das ziemlich schwer, den zu penetrieren. Auch mit Premium-Munition. Ja. Wie gesagt, er hat ja 10 mal AP Standard-Munition mit 250 Durchschlag und 490 Damage. 16 mal Premium-Munition APCR mit 303 Durchschlag und 4 mal AE mit 640 Damage und 68 Durchschlag. So, Tiger 2 pushen hier durch, T32 auch. Kann das aber nicht aufhalten, weil der geschildert wird hier von dem Emil 2 und von der I7 hinten. So, jetzt kommt der Emil 2 schön nochmal in die Seite treffen. Kleine Respektschelle. 4:2 steht es. Und schaut doch mal. Da kommt 60 DP. Jawohl, da kann er ein bisschen Damage machen. Trifft ein bisschen die Oberwanne. Im ungünstigen Winkel macht nur... Aha, er hat er geschossen. Sehe ich gerade. Okay, habe ich nicht mitbekommen, weil HE fehlt nämlich die ganze Zeit. Okay, darum hat er nur 81 Damage gemacht. Mein Fehler. So, jetzt mit AP. Ja, nicht angekratzt, aber die Kette gezogen und da gibt es Unterstützungsschaden. 5:4, so der Emil 2 drückt jetzt. Und nochmal probiert durch den Turm zu kommen, aber nein, da sagt der Durchschlag nein zu. Ist auch ein ungünstiger Winkel gewesen. So, er zieht sich weiter zurück, weil er ist ja fast, also er ist sogar ganz alleine. Na, nur noch mit dem STAV 103B im Rücken. 5:6, so drei Mann Captain schon mal. Jetzt konnte auf den Emil 2 in die Unterwanne schießen und penetrieren, so 60 TP drückt. Oder Emil 2, was nimmt er? Ja, jetzt versucht er eben den 60 TP. Natürlich ist er jetzt nicht weit genug weg. Und der 60 TP, jawohl, und der 60 TP kann in die Unterwanne reinschießen. Und zieht erstmal eben ein paar ab. 1144 Hitpoints hat er noch. 60 DP kommt weiter vor. Trifft er nochmal. Ne, da prallt er ab. Oh, glücklicher Schuss. Da prallt der 60 DP auch ab. Und jetzt nimmt er sich den Emil 2. Fährt ihn entgegen. Jawohl. Ab in die Unterwanne. Emil 2 raus. Erster Kill. 6:7. So, wir haben 2800. Ja, da schießt er 60 DP hinten in den Zeck rein. Trifft aber Gott sei Dank nur die Kette. Er prallt wieder am 60 TP ab. Oh. Guter
Schuss in den Turmkranz. Ich glaube, nein, wenn ich mich nicht täusche, der 60 TP macht nichts mehr. Wahrscheinlich das Munitionslager rausgenommen oder den Lader. Da wird nichts mehr. Zweiter Schuss in den Turmkranz. Und ab in die Garage. Gott sei Dank. Zum Glück 60 DP in die Garage schickt. 8 zu 7. Zweiter Kill. Wir sind bei 4095 Damage. 4130 geblockt. 3684 Unterstützungsschaden. Ja. 5 Minuten sind rum. 5,5 Minuten sind rum. So, der VK 101, also 100.01p ist noch am Cappen. Schauen wir mal. Ja, Mission brauche ich nicht dazu sagen, ne? Das ist hier, die hat da schon das Union 15, der Stolz der Union in Richtung Objekt 279F, aber das hat er schon. So, jetzt Richtung Hill. Oh, Tiger 2. Jawohl, schön in die Unterwanne. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt will der Tiger 2 vorbei, aber den lässt er nicht. Der Tiger 2 bremst auch ab. Jetzt prallt der Tiger 2 ab und er haut den Tiger 2 nochmal eine rein und schiebt ihn jetzt hier diesen Berg hoch. Tiger 2 hat den Fingerspiegel getroffen. Kann er schön in die Oberwanne schießen, einfach zum oberen Deck. Vom Tiger 2 und der nächste Schuss, da geht der Tiger 2 raus. Jawohl, raus damit. Dritter Kill. Und das Scorpion G schießt in den Zeck. Somit bleiben nur noch 346 Hitpoints über. Oh, da verschießt er und der Scorpion G prallt ab. Aber was macht denn der Scorpion G da? Da will er ihn wegrammen und Rammschaden 731. Und mit dem nächsten Schuss nimmt er den Scorpion G raus. Ja, was war denn da mit dem Mitspieler los vom Scorpion G? Was hat der denn sich dabei gedacht? Vierter Kill. Haut sich selber 731 weg. Nee, nee, nee. So, 216 Hitpoints bleiben ihm noch. Habe ich gesagt, großes Red Kit, großes Med Kit und verbesserte Rationen für die russische Crew. 11 zu 11 steht es. Was haben wir noch am Start hier? Emil 2, dann noch Cameron HX und was kommt da? Der Panther 2 fährt in den Schuss rein und grober Fahrfehler von dem Panther 2 fährt gegen den Emil 2, gegen das Emil 2 Wrack und SU Fleischpeitsche kann den Panther 2 nach Hause schicken und wegrammen. Tja, schon der zweite Panzer mit Rammen. Na gut, den Scorpion G hat er ja noch den letzten Schuss gegeben, aber er hat sich ja fast selber weggeschmissen. Fünfter Kill. 7220 Damage. 12 zu 12 steht es. So, wer ist rausgegangen? Der VK ist sowieso rausgegangen. Nun Cameron Action X. Emil 2 noch. Und er hier mit der I7. Der ist so Fleischspeicher. Gegenseite hat noch Jagdpanzer E100. Noch die 9er Arti ist immer noch am Leben. 3 Kills hat die bereits. Hat wahrscheinlich eine gute Runde. Und das Objekt 252U. So, nach dem letzten Indikator haben wir hier 1100 Hitpoints mehr als der Gegner. Aber das hat nichts zu sagen. So, 6 Minuten noch fast. Wird eine lange Runde. Oh, was geht denn da raus? Der Camaro ist rausgegangen. Action X, und zwar von der Arti wurde der rausgenommen. Vierten Kill hat die gemacht. Genau. So. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen die Gegner gestürmt. Ich könnte jetzt ein bisschen schneller machen. Mal sehen. Ah, der Emil 2 ist da ganz alleine auf A2. Gegen das Objekt. Muss ein bisschen aufpassen, nicht dass die Arti da reinhält. So, 3 Schuss hat der Gute noch.
mittlerweile, habe ich gar nicht so mitbekommen. Zweimal Premium-Munition, einmal HE. Wir warten jetzt mal ab. Oder soll ich schneller machen? Ich weiß es nicht. Soll ich schneller machen? Ist die Art hier oben? Ich mache mal ein bisschen schneller. So, ein bisschen beschleunigt, ja. Dass wir hier vorwärts kommen, hätte ich schon ein bisschen eher machen sollen. Aber so fährt das Panzerchen auch mal ein bisschen schneller. Oh, da wird gekappt. Und da ist die Arti. Ich habe wieder Normalgeschwindigkeit gemacht. Und da nimmt er die Arti raus. Sechster Krieger in der Tasche. So, ein Panzer kappt. Jetzt weiß er natürlich nicht. Da hat der Jagdpanzer ist gerade aufgegangen. Okay. 1867 Hitpoints gegen 216. Das ist natürlich böse. 4 Minuten Spielzeit noch. 2,5 Minuten zum Captain. Zweimal APCR. Das wird nicht reichen. Selbst wenn es eine Highwall wären, sind das hier gerade mal 1000 Hitpoints. Also das wird nichts mehr. Wegrammen kann er auch keinen mehr. Das wird auch sehr schlecht gehen. Höchstens die Cap noch mal machen. Ja, zwei Schuss hat er nur noch. Und ich schätze, derjenige, der hier capt, der lockt nur. Da ist das Objekt 242. Nimmt er raus, siebter Kill. Ja, wunderbar. Wir sind bei 7.948 Damage, 3.684 Unterstützungsschaden, 5.180 geblockt. So. Ja, einen Tipp möchte er gerne haben. Ein Tipp. Ein Schuss. Ja, dann macht man, ne? 890 Hitpoints. Ja, er schreibt da letzter Schuss, ne? Letzter Schuss. Schade. 890 Hitpoints soll dieser Jagdpanzer R100 noch haben. Jetzt, wo ist er aufgegangen? Wo ist der denn? Ach, da! Oh, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Oh, jetzt ein richtig schöner Schuss, so dass er doch anfängt zu brennen oder so. Dann könnte er Glück haben. Ja, wie spannend ist das denn? 2 Minuten Spielzeit noch und jetzt geht es hier um den Stein, um die Wurst, um das Panzerchen. Wer... Oh, nee, das wird nichts. Der hat schon wieder gedreht. Da möchte man nicht in den Schuss reinfahren. Und jetzt bleiben sie beide stehen und lassen wohl die Zeit verstreichen, oder? Ja, der Jagdpanzer-Hund ist gierig. Er möchte gerne noch einen Schuss machen. Tja... Was wird das jetzt hier? Eine Unentschieden oder was? Jetzt doch wieder rausfahren. 1,5 Minuten schnell rumfahren, aber... Ja, der Jagdpanzer ist schnell am Drehen. Was heißt das? Schnell? Schnell ist er nicht, aber dieser Stein ist hier doch ein bisschen größer. Ja, das ist ärgerlich, ne? Ja, das weiß der Mitspieler auch mit dem Jagdpanzer R100, ne? Ein böser Schuss und er brennt noch vielleicht. Er weiß das ja nicht, dass er hier nur einen Schuss hat. Oh, ist das ärgerlich. Nein. Jetzt probiert das und prallt ab. Und das war der letzte Schuss. Aber die Zeit verrinnt. Oh, mach dich vom Acker, mach dich vom Acker. Ja, der Jagdpanzer-Spieler, der weiß das nicht. Er weiß nicht, dass er keinen Schuss mehr hat. Wenn der das wüsste, wa? Wenn der das wüsste. Ja, da hinten steht er. Oh, der ärgert sich doch. Wenn man den anschreiben könnte, hallo, Etche Beche und 7 Sekunden und ja, lieber so, als noch in die Garage geschickt zu werden. Schöne Runde und wir sehen uns in den Stats. Unentschieden. Naja, ist doch mal was. So, dann kommen wir zu den Stats.
Ja, hätte das der Jagdpanzer E100 später gewusst, war, dass er SU-Fleischpeitsche keinen Schuss mehr hatte oder beziehungsweise einen Schuss nur, wo er dann ihn nicht penetriert hat, gar keinen Schuss mehr hatte, hätte der das gewusst. Tja, so ist es zum Unentschieden geworden und dann haben wir hier einen Panzerassschläger, Duelland, Wirkungsfeuer, Shellproof für mehr geblockten Schaden als Hitpoints, 194.669 Credits, XP kommen wir später, 30 von Anleihen, die Stahlwand natürlich. Und das Großkaliber Top Gun ab den 6. Kill. Hier mein Teamscore 7948 Damage, 7 Kills, 986 Basis XP. Über den dierten Report 30 Mal geschossen, 24 Mal getroffen, 16 Mal durchschlagen, 2 Mal Splash. Ja, ich habe ja nicht mitbekommen, dass er da auf HE wechselt hat, weil ich war so in der Sache, habe das dann zu spät gesehen. Ja, 1065 Damage über 300 Meter. Dann haben wir 5081 geblockt, 3684 Unterstützungsschaden. Das macht einen kombinierten Schaden von 11.632 Damage. Gefahren ist er 4,72 Kilometer. Das ist betrachtlich mit dem Heavy über die ganze Karte da. Ja, dafür gab es 81.792 Credits, dann persönliche Reservenbonus 64.890, dann noch aktive hier aktiviert, ne? 4.727 XP macht 194.669 Credits, absolute Repair, Munition, Ration und Kit, bleibt ein Plus von 38.017 Credits. Ja, Spielzeit natürlich abgelaufen, 15 Minuten, ist ja klar, ne? Ist ja Timeout gewesen und dann haben wir hier die Basis-XP plus Bonus 560 XP, 28 freie Erfahrung dazu. Dann persönliche Reservenbonus 232 freie Erfahrung dazu, macht 2319 XP und 348 freie Erfahrung. Ja, was für eine schöne Runde, wirklich, ne? Zwei, die sich tot gerammt haben, der Scorpion G. Also so ein kleiner Trottel haut sich da 700 selber weg. Der nächste Schuss macht ihn auch. Der Panther 2 macht einen Fahrfehler. Und dann wird der letzte Rest von SU-Fleischpeitsche weggerammt. Ja, schöne Runde, schön spannend. Ja, und wirklich witzig bis am Ende. Ja, kein Schuss mehr über. So kann es gehen. Wirklich schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.